Jobs in Refinery. Okay, jetzt sehen wir gleich eine neue Gegnerart. Der Spectre. Und das hier ist der Pinky Dämon. Ja, er ist pink. Spectres, also die Unsichtbaren, sind nichts anderes als Pinkies, die unsichtbar sind. Ja. Beziehungsweise fast unsichtbar, transparent, ein bisschen durchsichtig, aber noch trotzdem gut erkennbar, wie ich finde. Auch wenn das bei manchen Levels dann ein bisschen fieser wird, wenn da die Texturen noch ein bisschen nachhelfen. Dann können die Dinger schon teilweise zu richtigen Ninjas werden. Wie man gerade gesehen hat, können sich Zombies gegenseitig auch hin und wieder in die Haare kriegen. Wenn da mal versehentlich wo drauf geschossen würde, dann können die sich plötzlich gar nicht mehr so gut leiden. Wunderbar. Also Munition, da muss man sich jetzt in der ersten Episode eigentlich keine Gedanken drum machen. Da werde ich auf jeden Fall genügend von haben. Okay, das, was ich jetzt sagen wollte, sage ich, denke ich, mal später. Das passt dann vielleicht besser. Erst einmal hier alles killen. Kaputt. Wunderbar. Na, ah, die Schrotflinte ist natürlich wieder voll. Oh oh, das wollte ich gar nicht. Bin ich ein bisschen blöd gelaufen gerade. Ihr werdet auf jeden Fall merken, ich bin ein Schrotflintentyp in dem Spiel. Also, ich werde die hauptsächlich benutzen und kaum was anderes. Nur hin und wieder mal für größere Gegner dann, aber hier eindeutig Schrotflinte. Vielleicht hin und wieder mal zur Abwechslung mal die Chain Gun, aber nur. Nur hier vielleicht, also kann ich nichts versprechen. Ich mag die Schrotflinte. Das ist so eine schöne Waffe. Habe ich das da hinten noch nicht aktiviert? Dann mache ich es jetzt. Mach ich erst einmal alles tot. Aua. Bei denen muss man vorsichtig sein, bei den Pinkies, wenn sie einmal erwischen, dann machen die richtig Schaden, also. Darf man nicht unterschätzen, nur weil sie jetzt auf einen zurennen müssen. Vor allem in Gruppen können die teilweise echt gemein werden dann. Okay. Jetzt hier hin und dann sich beeilen und ha, ich hab's geschafft. Wieder ein Secret, wieder eine Sphäre. Oben links sieht man auch noch, was man aufgenommen hat. Das denke ich mit, also das ist sehr ein, das ist hier bei Skulltech ein bisschen klein ausgefallen. Ah, jetzt habe ich, oh Mann, bin ich dämlich. Gott, bin ich dämlich, ich habe was vergessen. Also nochmal. Hier hin. Na, verdammt, ich bin zu oft angestoßen. Okay. Gut, ich habe mir das Ding hier geholt. Und dann muss man normalerweise
sich hier nämlich auch nochmal beeilen und dann hier rein. Ich bin jetzt voll verpeilt vom ganzen Gelaber. Der wollte nicht sterben. Okay. Okay, hier unser Raketenwerfer. Für größere Viecher ganz gut geeignet. Man sollte natürlich vorsichtig sein, die Raketen können einen natürlich schaden. So, wunderbar. Nehme ich mal die Chain Gun jetzt mal einfach zur Abwechslung. In die Richtung geht es jetzt zum Secret Level. Deswegen wollte ich vorher noch, wo ich das sagen wollte, wo ich die blaue Karte geholt habe. Wenn man ins Secret Level geht, ist es gar nicht mal erforderlich, also. Aber ich werde die Levels trotzdem. Also ich werde zwar ins Secret Level gehen, aber ich werde bis zum normalen Levelende laufen, einfach nur um hier alles zu zeigen. Vor allem um alles platt zu machen. Zombies haben auch ein Recht auf ihre Erschießung. So, wunderbar. Und jetzt mal wieder die Schrotflinte. Okay, hier wäre jetzt das normale Levelende. Nehme ich hier noch alles mit. Dann gehe ich jetzt zum Secret Level. Beziehungsweise hier, genau, hier rein. Auch noch ein Secret. Und zwar vor, als wir das andere Secret, ja, Secretception, geholt haben. Haben wir die gelbe Karte noch gefunden. Die geht dann hier für das Secret und alles. Und haben wir hier sogar auch noch ein paar Gegner. Was natürlich auch wichtig ist, dass wir die mitnehmen. Ich meine, die können wir ja hier nicht einfach so da stehen lassen, denn denen wird ja langweilig. Also weg hier. Jetzt habe ich, denke ich mal, alles von dem Level hier gezeigt und gekillt. Dann kann ich nach da hinten gehen. Hier in dem Raum habe ich vorher schon ein bisschen aufgeräumt, als man, als ich da an der einen Stelle stand, wo ich nicht durch konnte, aber wo ich schießen konnte. Dadurch, dass ich unsichtbar bin, sehen sie mich jetzt auch nur beschränkt. Das heißt, ich schieße manchmal auch in vollkommen falsche Richtungen. Munition, also hier da hinten war ja, da hinten war die blaue Karte, also wie schon gesagt, man muss nicht. Man kann aber, wenn man will. Oh yeah, 100% Kills, 100% Items, 100% Secrets, wunderbar. So gefällt mir das doch. Ich glaube, die 17:31 sind die Gesamtspielzeit, die ich jetzt für die Episode gebraucht habe, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, jedenfalls sieht man sich dann im nächsten Level wieder. Bis dann, ciao.